Wir sind in Bad Honnef-Rhöndorf. Das Rheinland hat von jeher viel Anziehungskraft gehabt für viele Menschen. Viele haben sich hier niedergelassen, sind hier hängen geblieben. So auch Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er hat hier in Rhöndorf gelebt, genauer gesagt in diesem Haus. Hat er bis zu seinem Tode 1967 gelebt. Heute ist das gesamte Gelände eine Gedenkstätte des Bundes und wir können uns sein Wohnhaus nun mal angucken. Hallo, schönen guten Tag, Frau Weibel. Hallo. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen hier im Adenauerhaus in Rhöndorf. Wir befinden uns hier im ehemaligen Wohnhaus von Konrad Adenauer, wo er von 1937 bis zu seinem Tode gelebt hat. Das ganze Haus, das ganze Ensemble atmet noch den Geist von Konrad Adenauer. Das heißt, es ist alles so belassen, wie es ursprünglich war, als Adenauer noch lebte. Was muss man denn über dieses Haus wissen, Frau Weibel? Wie viele Menschen haben hier gewohnt? Adenauer hatte insgesamt 7 Kinder. Er war zweimal verheiratet. Beide Frauen sind in vergleichsweise jungen Jahren verstorben. Er lebte hier dann zuletzt, betreut durch seine Haushälterin, die auch mit im Haus wohnte. Aber es war generell immer relativ viel los in dem Haus, durch das, dass er eben eine sehr, sehr große Familie hatte. Mit vielen Kindern, vielen Enkelkindern. Und insofern war immer sehr viel Trubel hier im Haus. Das Haus hier ist eben auch geprägt durch die Persönlichkeit Adenauers. Konrad Adenauer war sehr gläubiger Christ und deshalb finden wir auch aller Orten hier im Haus religiöse Kunst, wie zum Beispiel hier, aber auch in allen anderen Zimmern. Hier im Eingangsbereich haben wir außerdem noch diese Telefone, ein Apparat, den er privat genutzt hat und einer, der für die politischen Gespräche war, mit direkter Anbindung an das Kanzleramt. Das heißt, das ist der rote Knopf, den wir hier sehen. Ja. Das ist die Verbindung zum Kanzleramt und ist überliefert, ob der den auch wirklich mal benutzt hat und wozu? Ich vermute stark, dass er ihn benutzt hat. Konrad Adenauer war natürlich auch jemand, der in der Politik gelebt hat, der also sehr, sehr intensiv und mit Herzblut Politiker war, der mit sehr viel Hingabe seinen Beruf dann auch verübt hat. Und das ist was man sehr stark merkt, dass er mit unheimlich viel Energie, Elan mit bei der Sache war. Konrad Adenauer war natürlich auch Privatmensch und das ist das, was wir hier im Haus auch zeigen wollen. Nicht nur den Politiker, den Staatsmann, den großen Europäer Konrad Adenauer, sondern auch den privaten Konrad Adenauer. Ein Konrad Adenauer, der hier mit seiner Familie die Abende verbracht hat, die Wochenenden verbracht hat. Hier befinden wir uns zum Beispiel im Musikzimmer. Wir sehen auch hier ganz spezifische Dinge für Konrad Adenauer hier an den Wänden, überall Vorhänge. Er fand das deutlich gemütlicher als eine Tapete oder Farbe an den Wänden und er meinte eben auch, dass es praktischer sei, denn so könnte man die Vorhänge waschen und dann wieder erneut aufhängen. Also ein praktischer Mensch. Was weiß man über den privaten Konrad Adenauer, während wir vielleicht hier in den nächsten Raum gehen? Wir sind hier oberhalb von Bad Honnef. Da wird es auch Weinfeste geben, auch gegeben haben zu seiner Zeit. Ist er mal runtergegangen ins Dorf? Hat er sich dort sehen lassen? Ab und an ist er mit Sicherheit auch runtergegangen ins Dorf. Aber man muss sich das schon so vorstellen, dass die Politik ja auch sehr, sehr anstrengend ist und dass er auch in unruhigen Zeiten Kanzler war. Und deshalb war er auch sehr froh, wenn er mal die Möglichkeit hatte, sich zurückzuziehen, hier entweder Boccia zu spielen, eines seiner liebsten Hobbys, Krimis zu lesen, was er sehr, sehr gerne getan hat, sich um seine Rosen zu kümmern. Er war ja begeisterter Rosenliebhaber, nicht Rosenzüchter, wie man sehr häufig hört. Und eventuell auch Musik zu hören. Hier sehen wir nämlich Adenauers Musikschrank, wo er des Abends saß. Und hier Musik gehört hat, vor allem klassische Musik und so den Abend hat ausklingen lassen. Wir verlassen jetzt das Wohnzimmer und begeben uns hier in die sogenannte Kajüte. Kajüte deshalb, weil dieses Zimmer mit den verglasten Wänden hier rundherum mit dem schönen Ausblick Richtung Rheintal auch erinnert an ein Schiff, an ein Ausflugsschiff und deshalb von der Familie immer wieder gern Kajüte genannt wurde. Außerdem stand hier früher auch eine Schiffsuhr. Das sind Motive, die wir immer wieder finden im Haus. Wir haben die christliche Kunst, wir haben diese Uhren, die fast überall stehen, wir haben die Vorhänge an den Wänden. Also immer wieder Dinge, die Adenauer wohl gefielen und deshalb hier Eingang fanden in das Mobiliar. Und immer wieder Kunst, auch hier Gemälde, wie Sie sagen. Und das sind, glaube ich, ganz besondere Gemälde. Das sind in der Tat ganz besondere Gemälde, denn sie wurden von niemand Geringerem gemalt als auf der einen Seite diese antike Tempelruine von Winston Churchill. Und auf der anderen Seite dann hier diese malerische Landschaft, gemalt von Dwight Eisenhower. Also von
ebenfalls zwei großen, bedeutenden Staatsmännern, die eben in freundschaftlicher Geste Adenauer haben diese Ölgemälde zukommen lassen. Ja, in der Tat viele Räume, dieses von außen doch etwas ja, kleiner aussehende Haus, aber überraschend viele Räume. Was ist das jetzt für ein Raum? Ja, durch die starke Hanglage ist es eben bedingt, dass es doch von außen deutlich kleiner wirkt. Hier befinden wir uns jetzt im oberen Stockwerk, im Arbeitszimmer Konrad Adenauers. Er hatte nebenan sein Schlafzimmer und begab sich des Morgens dann immer hierher, um erstmal die Zeitung zu lesen. Für ihn natürlich Pflichtlektüre. Wir sehen im Hintergrund noch ein schönes Porträt. Adenauer, ja ungefähr, was würden Sie schätzen, mit Mitte 50? Ja, das ist 1933 entstanden, wie wir hier sehen können. Damals war für Adenauer natürlich eine Phase des Umbruchs gegeben. Er war zuerst politisch aktiv als Kölner Oberbürgermeister von 1917 bis 1933, musste dann natürlich, Nationalsozialismus kam an die Macht, die nationalsozialistische Diktatur nahm ihm natürlich auch das Amt, sich zurückziehen ins Private und hat dann eben die Möglichkeit erhalten, im Parlamentarischen Rat und später als Bundeskanzler dann wieder politisch aktiv zu werden. Er war bis ins hohe Alter agil, er war politisch aktiv bis zum Schluss. Was hat er denn hier in seinem Arbeitszimmer bis zu seinem Tode gemacht? Ja, selbst als er nicht mehr Bundeskanzler war, war er noch politisch aktiv als Bundestagsabgeordneter oder eben auch als Vorsitzender der Bundes-CDU. Und hier in seinem Arbeitszimmer hat er dann auch die letzten Jahre natürlich noch gearbeitet, hat zum Beispiel Reden verfasst. Seine Memoiren allerdings, also seine Erinnerungen an die ja, früheren Jahre, die hat er hier in einem Pavillon geschrieben, der sich im Garten draußen befindet.